Wie bereits berichtet, wurden am 2.8. unter der Augartenbrücke ein 25-jähriger und ein 48-jähriger Mann von der Polizei verletzt aufgefunden. Der 25-Jährige, der später als Iraker identifiziert wurde, wies massive Kopfverletzungen auf und kämpfte seither im Krankenhaus ums Überleben. Diesen Kampf hatte er am Donnerstagvormittag verloren. Der 48-Jährige hatte Prellungen und es wurden ihm zwei Zähne ausgeschlagen. Das Landeskriminalamt Wien wandte sich an mögliche Zeugen des Tatgeschehens. Bislang steht laut Ermittlern Folgendes fest. Es war weder ein Unfall, noch dürften sich das anfangs unbekannte Opfer und jener 48-jährige Österreicher gegenseitig verprügelt haben. Vielmehr wurden die beiden, deren Beziehung zueinander noch ungeklärt ist, von einem Dritten oder gar von einer Gruppe mit Fäusten und Schlaggegenständen derart malträtiert, dass der eine sein Gedächtnis verlor und der andere auf der Intensivstation landete.